Willkommen zum Video vom Automagazin Tuning Blog. Heute dreht sich alles um den brandneuen Cupra Terramar, ein SUV, das die Konkurrenz in der Mittelklasse gehörig aufmischt. Der Terramar, das bislang größte Modell von Cupra, wurde als direkter Rivale des VW Tiguan entwickelt, bringt jedoch mit seinem einzigartigen Stil, sportlichen Motorisierung und modernster Technik eine Extraportion Frische in die SUV-Welt. Aber was macht den Terramar wirklich so besonders? Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich Cupra, die sportliche Tochtermarke von Seat, zu einem globalen Player entwickelt. Über 700.000 Fahrzeuge wurden bereits ausgeliefert und weltweit gibt es mehr als 800 Verkaufsstellen. Mit einer Länge von 4,50 Metern liegt der Terramar in der gleichen Liga wie der Tiguan, setzt aber mit seinem auffälligen Design und der sportlichen Ausstrahlung neue Maßstäbe. Besonders markant sind die Matrix-LED-Scheinwerfer mit der innovativen 3-Dreiecks-Lichtsignatur, die nicht nur für optimale Sicht, sondern auch für eine unverwechselbare Optik sorgen. Am Heck sticht das beleuchtete Cupra-Logo ins Auge, während der massive Kühlergrill den sportlichen Charakter des SUVs betont. Auch im Innenraum bleibt der Terramar seiner sportlichen Linie treu. Hier dreht sich alles um den Fahrer. Das Sportlenkrad mit Schaltwippen, serienmäßige Schalensitze und das große 12,9 Zoll Infotainment-System sorgen für eine moderne und fahrerorientierte Atmosphäre. Der zentrale Bildschirm liefert alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Und wer mehr Flexibilität möchte, wird die verschiebbaren Rücksitze zu schätzen wissen, die das Kofferraumvolumen auf bis zu 602 Liter erweitern können. Dazu kommen ein hochmodernes Head-Up-Display und ein weiterer 10,25 Zoll Bildschirm hinter dem Lenkrad, die das Angebot abrunden. Beim Thema Motoren lässt der Cupra Terramar ebenfalls nicht locker. Zur Wahl stehen Mildhybrid-Antriebe mit 150 PS, TSI-Benziner mit 204 oder 265 PS sowie Plug-in-Hybride mit 204 oder sogar 72 PS. Besonders die Plug-in-Hybride stechen mit einer rein elektrischen Reichweite von über 100 Kilometern hervor. Ideal für den Stadtverkehr. Alle Varianten sind mit einem DSG-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, das für geschmeidige Gangwechsel sorgt. Doch nicht nur die Motoren beeindrucken, auch die Assistenzsysteme des Terramar können sich sehen lassen. Von adaptiver Fahrwerksregelung über Travel Assist bis hin zu Side Assist ist alles an Bord, was das Fahren sicherer und komfortabler macht. Optisch punktet der Terramar mit einer breiten Palette an Lackierungen, darunter zwei matte Töne, Century Bronze Matte und Enceladus Grau Matte. Auch bei den Rädern gibt es Auswahl von 18 Zoll leichtmetallfähigen in der Grundausstattung bis hin zu optionalen 20 Zoll Varianten. Für ein optimales Fahrerlebnis bietet das SUV verschiedene Fahrmodi wie Comfort, Performance, Cupra für die VZ-Modelle und Offroad. Wer noch sportlicher unterwegs sein möchte, kann das ESP im Sportmodus fahren oder bei den leistungsstärkeren Versionen sogar komplett deaktivieren. Was die Fahrleistungen betrifft, bietet der Terramar eine Bandbreite, die viele Bedürfnisse abdeckt. Der Mild-Hybrid mit 150 PS sprintet in 9,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer, während der stärkste 2,0 Liter Motor mit 265 PS diese Marke in beeindruckenden 5,9 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach Motorisierung bei bis zu 205 Stundenkilometern. Die Preise beginnen bei rund 43.000 Euro, was für ein Fahrzeug dieser Klasse und Ausstattung durchaus attraktiv ist. Die ersten Auslieferungen sind für das vierte Quartal 2024 geplant. Ein interessantes Detail zum Abschluss. Der Name Terramar ist eine Hommage an die historische Rennstrecke Autodrome de Sitges Terramar, die eng mit der Geschichte von Cupra verbunden ist. Dort fand im Jahr 2018 die Gründung der Marke statt. Waren die Infos zum Cupra Terramar informativ? Dann lass bitte ein Abo da.